Nein! Niemals! Du bist ein scheiß Lügner! Ich sah, was ich sah. Du manipulierst uns, genau wie du sie manipuliert hast. Tyler! Du hörst doch nicht auf ihn, oder? Sei jetzt nicht dumm, Allison. Willst du wirklich, dass das rauskommt? Halt doch den Rand. Du hast hier viel mehr zu verlieren als er. Seine Weste wird wieder weiß, aber du... Du wirst zur Mörderin. Jetzt. Was würde dein Onkel sagen? Jetzt auch. Und Michael? Hm? Tja, es könnten sich sacht. Alle von dir abkehren. Der Sack, dieser Sack. Fass sie nicht an. Du weißt, ich habe recht. Tom, mach, dass du wegkommst. Tyler und ich müssen reden. Überlegt es euch genau, ehe ihr irgendwelche Entscheidungen trefft. Ihr zieht da so viele Personen mit rein. Verzählig. Verpiss dich einfach, Mann! Und komm nie wieder! Der Wurm. Dieser Wurm. Erzähl es allen. Ellie? Alles okay? Es ist einfach. Du hast diesem Arsch doch nicht geglaubt, oder? Oder? Was, wenn er recht hat? Ich hatte so viele Albträume von dieser Nacht. Sie ähnelten alle Toms Geschichte. Und selbst wenn er recht hat. Wenn ich mich erinnern will, sehe ich nur noch das. Er will dich nur durcheinander bringen. Und du lässt es zu. Es steckt mehr dahinter. Seit wir damit angefangen haben, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass irgendwas nicht stimmt. Es stimmt etwas nicht, weil er es dir einredet. Lass ihn nicht damit durchkommen. Vielleicht ist es wahr. Wir bringen Sachen durcheinander. Unsere Erinnerungen an die Vergangenheit unterscheiden sich. Das sind nur Details. Das hier ist anders. Sie wollte mich umbringen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, Tyler. Ich doch auch nicht, aber ich meine, selbst wenn. Sie hat eine Waffe auf mich gerichtet. Mich verfolgt. Sie hat gesagt, dass sie mich umbringen wird. Sie bedrohte Tom mit denselben Worten. Mit derselben Waffe. Auf demselben Pier. Was du zu Eddie gesagt hast, kam wie ein Echo zu mir zurück. Könnte es nicht sein, dass das hier auch passiert ist? Ich denke schon.
Fuck. Ich weiß es nicht. Jetzt sollen wir es wissen. Du nie erfahren, was? Denn sobald du etwas den Rücken kehrst, war's das. Ja. Ich glaube, in dem Fall musst du dich entscheiden, woran du glaubst. Ich? Ja. Du musst damit klarkommen, Ellie. Das heißt, du musst dich entscheiden. Für die Version der Vergangenheit, die dir am schlüssigsten erscheint. Kein Wegrennen. Egal, was du wählst. Du musst damit leben, okay? So, jetzt müssen wir entscheiden. Toms Version glauben, deine Ahnung glauben. Umbringen. Ich meine, selbst wenn, ich meine, es ist, wenn es kein Anwalt oder Richter, aber Toms Version, sie ist halt, dann war es ein Unfall. Es ist dann, ist halt, dann ist, ich meine, und es waren Kinder. Ich werde dich umbringen. So war's. Ich Notwehr. Werde dich umbringen. Unfall oder Notwehr. Ich werde dich umbringen. Von zwei kleinen Kindern. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht. Ich werde dich umbringen. Ein Unfall aus Missverständnis. Oder eine Wehr muss. Ich werde dich umbringen! Selbst Wehr. Weil Gefahr bestand. Ich werde dich umbringen! Warum? Aber warum? Also, es ist. Ich will es ja Tom nicht. Ich will Tom nicht. Will die Tom-Version nicht glauben. Es ist, weil. Der sagt recht gehabt. Es ist. Aber es ist halt. Warum? Warum soll die Mary Ann wir jetzt hier über die ganze Story kennengelernt haben. Warum sollte die... Ich werde dich umbringen! Ja, warum sollte die das umbringen? Warum wollte die umbringen? Ich werde dich umbringen! Warum sollte die ihn umbringen wollen? Ich werde dich... Andererseits, ist so gesagt, das bring dich um, das ist... Ich werde dich umbringen. Ich werde dich umbringen. Eine letzte Entscheidung. Ich weiß ja nicht. Ich werde dich umbringen. Im Zweifel für meine Ahnung. Ich werde dich umbringen. Ich werde dich umbringen. Es kann schon sein. Es ist schon. Ich werde dich umbringen. Ich werde das hier wählen. Ich werde dich umbringen. Ich werde dich umbringen. Halten wir daran fest. Glauben wir dem Tom kein Wort. Wollte nicht nochmal von ihren Kindern getrennt werden. Und der einzige Weg, das zu verhindern, war, wenn wir alle gemeinsam gehen. Ich weiß es ganz genau. Ich habe dich gerettet. Uns gerettet. Ich weiß. Du hast das Richtige getan. Jetzt stimmen ja beide Versionen. Das gab's ja leider nie. Die Möglichkeit. Beides stimmt. Dass sie gesagt hat, dass sie das vielleicht beides gesagt hat.
bring dich um. Oh nein, ich will dir nicht wehtun. Das, versteht er? Das war nicht so gemeint. Hey, guck, was ich unten gefunden habe. Was meinst du? Ist er gut gealtert oder bloß verdorben? Turmholzbecher. Dann Prost, sag ich mal. Ich kann nicht glauben, dass Tom dachte, wir schlucken das. Und ich's fast getan hätte. Ja, ich kann kaum glauben, dass er und Marianne... Was hat sie bloß in ihm gesehen? Sie war wahrscheinlich sehr, sehr einsam nach dem Verlust von Leo. So einsam könnte ich nie sein. Hör zu, bei all dem, was passiert ist, habe ich nachgedacht. Über die Stimme. Dass wir aufhören sollten, sie zu nutzen. Was? Ich vertraue ihr nicht. Und ich glaube, wir wären ohne sie besser dran. Heute Morgen hatte ich diese schrecklichen Visionen. Von dir und Marianne und Eddie. Vision? Wie unsere Erinnerung? Ja, aber anders. Meine schlimmsten Gedanken wurden zum Leben erweckt. Du warst in meinem Zimmer und sagtest, ich hätte dich im Stich gelassen. Eddie nannte mich eine Schlange. Es tut mir leid. Ich hätte für dich da sein sollen. Schon okay, ich bin schließlich gegangen. Es darf nur nicht wieder passieren. Ich glaube, das wird es nicht. Irgendetwas hat uns gedrängt, Antworten zu finden. Und jetzt haben wir sie. Vielleicht liege ich falsch. Und wenn es so schlimm bleiben sollte, können wir aufhören. Aber ich will wirklich behalten, was uns ausmacht. Auf jeden Fall. Der wilde Jäger war gezwungen, bei der Mondhexe unter dem See zu bleiben. Doch sie tötete ihn nicht. Denn selbst mit nur einer Hand war er ein überaus nützlicher Diener. Er wartete auf den Tag, an dem er den See verlassen Bruder und Schwester? Und Jagd auf die kluge Prinzessin machen würde, um sich seine linke Hand zurückzuverdienen. Immer. Und das war die Geschichte davon, wie die listigen Kobolde die kluge Prinzessin vor dem wilden Jäger bewahren. Und wir haben die Geschichte des Buch der Kobolde aber nicht durchgelesen. Oh Mann. Das habe ich verpasst. Das Ende. 6 Monate später. Ui. Neue Frisur.
Noch ein letzter Blick und wir können gehen. Hey, ich bin's. Hey, ich. Das Haus ist leer. Ich bin dann gleich hier raus. Also, letzte Chance. Soll ich noch irgendwas erledigen, solange ich hier bin? Hör mal, Ty, du bringst doch die Schlüssel zu Tina, oder? Ja, ich bring sie ihr auf dem Weg zur Fähre ins Büro. Stimme. Tja, das war's dann wohl. Wie ist Juno? Groß und voller Leute. Selbst ohne Touristen. Michael schreibt gerade Regeln für die Wohnung. Wir müssen gegen sein Vollwertkostkonzept ankämpfen. Unterzeichne ja nichts, bevor ich da bin. Okay? Okay, aber beeil dich. Wenn es nach ihm geht, bleibt uns nur ein kleines Fach für Junkfood. Was? Das geht gar nicht. Nach meiner OP nächsten Monat brauche ich mindestens das Doppelte, nur für Süßkram. Absolut. Das geht so nicht. Wie geht's dir? Ziemlich gut. Wirklich gut. Dir? Auch. Weißt du, das Haus letzteräum hat mir echt geholfen. Danke für die Hilfe. Das Observatorium hat mich wirklich gebraucht. Und nach allem, was passiert ist, tut mir etwas Abstand zu Delos Crossing gerade sehr gut, denke ich. Keine Sorge. Läuft alles gut mit der Therapeutin? Gail, ja. War gerade dabei, meine Hausaufgaben zu machen und ein paar Briefe zu schreiben. Das hat mir echt etwas Durchblick verschafft. Das klingt super. Alles leergeräumt hier. Hast du den Artikel über Toms Wahlniederlage gesehen, den ich dir geschickt habe? Ach ja, ich habe deine Nachricht kurz vorm Derby-Training gesehen und hatte noch keine Zeit, ihn zu lesen. Aber ich musste schon über die Überschrift lachen. Stellst du dir manchmal Toms Gesicht vor, wenn du jemanden blockst? Nein, aber das ist eine super Idee. Wie auch immer. Meinst du, ich sollte für ein letztes Fuck you noch einmal im Laden vorbeischauen? Auf Nimmerwiedersehen, Beckys. Okay, ich muss jetzt auflegen. Bis heute Abend. Okay, ich gehe noch ein letztes Mal durch das Haus und dann ab zur Fähre. Gute Fahrt. Ich bin mir sicher, dass es in dem alten Allison-Mobil gar nicht anders geht. Hab dich lieb. Ich dich auch. Wir schauen uns nochmal das Haus an. Meisterkrimineller von Delos Crossing entkommt. Ach ja, da war Sperr. Rausgehen wollen wir noch nicht. Es ist schräg, es so leer zu sehen. Aber wenigstens ist es das letzte Mal. Mike. Muss echt eine Erleichterung sein, endlich mit dem Ort durch zu sein. Das sag ich dir. Wenn der Verkehr nicht allzu schlimm ist, sollte ich so um 16 Uhr wieder bei dir sein. Haha, Verkehr in Dallas. Nur wenn du im Briefkastenräumer entkommen ist. Nur wenn der Briefkastenräumer entkommen ist. Hey, ich mache die Kekse, die du so magst. Ich bin sowas von auf dem Weg. Nehme dabei wahrscheinlich ein paar Hydranten und Stoppschilder mit. Stopp bloß, ich halte sie warm. Bis gleich. Grinsendes Emoji. Lächelt Smiley. Wird die Bude also verkauft. Hey, Kobolde. Goblins, übrigens im Englischen. Habe gehört, dass ihr endlich das Haus verkauft habt. Ich war heute Abend bei euch, um euch dabei zu helfen, es nötig zu reparieren, aber ihr wart nicht zu Hause. Seid ihr schon ausgezogen? Die Dinge ändern sich im Moment zu schnell. Wie dem auch sei, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Wenn ich irgendwas reparieren soll, wenn ihr noch in der Stadt seid, meine ich. Es ist schon spät und ich bin ganz schön müde. Oh, und es tut mir leid, dass ich mich wie der letzte Idiot benehme.
der ich nur bin. Überall, wo ich hinschaue, denke ich daran, wie es früher war. Ich habe versucht, es besser zu machen, aber ich glaube, es könnte für einen alten Bären wie mich zu spät sein. Ich weiß nicht, ob euch das erreichen wird. Es wird spät. Ruft mich an, wenn ihr noch da seid. Passt gut auf euch auf. Sam. PS, ich wünsche es ließe sich alles so leicht reparieren wie ein Boot. Die nehmen wir mit Erinnerungen. Hier oben noch mal nachschauen. Für die Nachwelt. Wir lassen ein Foto von zwei schicken. Hoffentlich macht der neue Besitzer was Anständiges daraus. Tja. Wird Zeit zu gehen, glaube ich, würde ich sagen. Schrank ist leer. Zwei Kobolde. Wenn wir den Laptop noch mitnehmen. Die Aussicht. Bitte vermissen. Das wird mir fehlen. Schwelgst du noch mal in Erinnerung, Mr. Ronan? Hey, ich habe hier gerade einen sehr rührenden Moment mit mir selbst. Okay, lasst euch nicht stören. Okay, sie nutzen die Gabe immer noch. Nochmal zum Steg. Ja, Zeit für was Neues. Sprung. Perspektive habe ich das noch nicht gesehen. Alles okay, Ty? Ehrlich gesagt, ja. Es ist alles okay.
Na dann, wollen wir mal die Hütte noch mal begutachten. Okay, die Statuen sind weg. Okay, da wollen wir also nicht mehr rein. Lass uns noch mal gucken. Okay, fahren wir noch mal bei den Matchies vorbei. Und bei Sam. Bei Sam würde ich auf jeden Fall noch mal vorbeischauen. Komm, bitte lass das machen. Ah, verträumtes Seufzen. Hat er gerade verträumtes Seufzen gesagt? Okay. Interessant. Na dann. Fahren wir. Fehlt noch was? Ah, verträumtes Seufzen. Okay. Hallo, mein Name ist Taylor. Nach ihm. Hiem. Nutzt sie. Ah, verträumtes Seufzen. Okay, können wir mal oben. Sandkästchen. Ich hoffe, die nächste Kobold-Familie baut hier drin viele Sandburgen. Let's go. Haben wir noch was vergessen? Das Tor aufsperren. Schon überall. Ich mach gerade mal das Fenster zu. Nun, dann heißt es jetzt wohl. Ja, verlass das Haus, ich mach mein Fenster zu. Hey, hallo Aaron. Hier ist Ty. Tyler Ronan. Ich, dachte, ich versuche dich in deiner Pause abzufangen. Aber du hast in der Zwischenzeit wohl einen anderen Rebellen gefunden. Ich weiß, ich habe mich nicht mehr gemeldet, seit ich aus Fireweed weg bin. Ich wollte nur sagen, naja, du hattest recht wegen der Trauer, dass sie sich im Kreis dreht. Heute Morgen war ich draußen auf der Veranda und schaute in den Nebel. Und meine Mutter, sie stürzte einfach aus mir heraus. Aber es war okay. Die Erinnerung fühlte sich gut an. Das ist ja das, was zählt. Darauf kommt's an. Wie auch immer, ruf mich zurück, wenn du mal Zeit hast. Wir sehen uns. Und danke. Warum
Buscher freigeschlossen, abgeschlossen und weg. Ein Zwilling kommt selten allein. Das war dann wohl Tammy Wai. Donuts Entertainment Dev Team Presents. Und da haben wir die Credits. Haben wir es voll durchgespielt. Tammy Wai. Mit Allison und Tyler. Ja, sehr schönes Abenteuer. Im Pride-Monat Juni durchgespielt. Live auf Twitch. Gratis im Juni gewesen. Eine sehr schöne Aktion von den Entwicklern. Die seht ihr ja gerade, den Leuten könnt ihr dafür danken. Das sind sie. Die sind schuld dran. Wie ich immer sage. Ja, ein schönes Abenteuer, eine schöne Geschichte. Finde ich wirklich. Wir werden gleich nochmal die Auflösung sehen. Wir werden gleich nochmal sehen, was passt, was wir gemacht haben. Wir werden gleich nochmal den Rückblick geben. Unsere Entscheidungen im letzten Kapitel. Wenn wir nochmal durchgehen gleich. Aber ja. Haben wir es heute auch passend im letzten Stream nochmal durchgespielt. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, ist wirklich eine rührende Geschichte. Manches ist ein bisschen unlogisch, manches habe ich jetzt nicht ganz verstanden, manches war ein bisschen schwierig. Die Geschichte mit Tom am Ende, ja, war mir jetzt nicht so ganz... War mir nicht ganz eindeutig klar, aber okay. Was mit diesen Production Babies? Cool. Kann man mir auch mal in die Kommentare schreiben, wenn man es weiß. Aber egal. Jo. Kann ich nur sagen, schon mal danke fürs Zuschauen. Wir machen gleich noch die Auswertungssache dort, die Entscheidungsdings. Aber ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen. Danke fürs dieses Projekt gucken auf meinem Kanal. Dann auch an den Let's Play Parts auf YouTube. Schaut mal auf Twitch vorbei. Da wird es auch noch in Zukunft einige Projekte geben, die wir spielen werden. Habt noch einen angenehmen Tag und ja, lasst auf YouTube und wenn mich nach oben da Glocke aktivieren, schöne Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat, könnt ihr mir auch in den Kommentaren ausdrücken. Ja, ansonsten vielleicht mal selbst spielen. Wenn ihr das jetzt seht, ist es wahrscheinlich ja am dafür sort. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr kostenlos, wenn ihr das auf YouTube seht. Aber den kleinen Preis für so ein Abenteuer. Die erste Episode gibt es kostenlos. Die erste Episode. Die erste von dreien. Den Rest jetzt im Pride Month. Komplett kostenlos. Und dann später. Ja, ich muss immer sagen, das ist für solche Sachen. Das kostet auch solche Indie-Games, solche Spiele auf Steam und so, das kostet nicht die Welt. Die 10, 20 Euro. Ja, muss jeder für sich wissen, aber letztendlich. Ich habe es jetzt kostenlos mitgenommen. Um es euch zu präsentieren. Ja. Wenn es was Kostenloses gibt, nehme ich das natürlich auch mit. Ist klar.
Ja. Danke fürs Zuschauen nochmal. Sehen wir uns die German Wise Actors. Auch ganz interessant. Lukas von Hubschewski hat den Teller gesprochen. Ah. Das sind die Stimmen, die ihr die ganze Zeit gehört habt. Meine natürlich auch noch dazu. Das ist ja das, die ist jetzt hier nicht. Können wir das, kann ich im Schnitt dazu fügen, kann ich auch mit dazu schreiben, werde ich nicht tun. Ja. Moderator, Kommentator, Let's Player, Zwerg fürs DP. Ja. Dann machen wir die ganzen Namen nochmal. Tom Vecchi, Tessa de West Vecchi. Officer Griggs, Holt, Wilson. Ja, der Sam, der gute Sam. Auch eine Nummer. Ja, die Musik hat schon aufgehört zu spielen. Xbox Game Studios Special Thanks. Das sind wahrscheinlich die ganzen Unterstützer. Finanziell wahrscheinlich ein bisschen noch was mit dazu getan haben. Oder Verwandte, Bekannte von Entwicklern. Wer weiß. Das meiste wohl finanzielle Unterstützer. Oder auch auf andere Weise Unterstützung. Dann mal den ganzen, hier mal den Exekutivdirektor. Die wichtigsten kommen wir zum Schluss. Audio, Voice Recording, dann den Soundtrack. Ja, danke fürs Copyright geschützte Musik einbauen im Spiel. Da wurden mir ein, zwei Parts geclaimed auf YouTube. Ja. So, und dann, da haben wir die Auswertung. Taylor und Allison. Allison war dankbar, dass sie Mary Ann's Rätsel gelöst haben. 84% haben das Rätsel gelöst. 16% haben die Truhe aufgemacht. Die Truhe, ah, okay. Ey, das hätte man das. Natürlich haben wir das Rätsel gelöst. Es ist links liegen zu lassen, die Truhe aufzubrechen. Wer wäre ich? Allison hielt es für richtig, an der Erinnerung der Zwillinge festzuhalten. Okay. 37%, ich bin eine Minderheit. 37% haben die Erinnerung der Zwillinge geglaubt. Die Mehrheit, 63% haben Toms Aussage geglaubt. Okay. Da haben wir nicht, okay. Interessant. Dann gehe ich mit der Minderheit. Die Zwillinge haben auf ihre Band vertraut, ihre Stimme behalten. 5% konnten mit der Stimme abschließen. 95% hielt eine Stimme fest. Okay, ja. Die 5%, was sind das für Psychopathen? Die 5%, meine Güte, haben die Stimme abgeschlossen. Wieso? Eddie war erleichtert, dass Allison die Verantwortung für Mary Ann's Tod übernommen hat. 68% haben die Wahrheit gestanden, 32% haben die Wahrheit nicht gestanden. Der Sam. Sam hat sich von Allison verstanden gefühlt. Okay. Michael fühlt sich mit Tyler näher. 30% haben ihn nicht geküsst. Oh. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. 70%. Ja, ist ein hübsches Bärchen. Kann man machen. Warum nicht? Weißt du jemanden, den du kennst? Ah ja. Sehr gut. Sehr guter Tipp. Notfall Telefonseelsorge 0800 111 0111. Immer gut. Jo, na dann. Ich würde mal sagen,
Nee, Fortschritt zurücksetzen wollen wir jetzt noch nicht. Ja, ich würde sagen, beenden wir das an dieser Stelle. Das war doch ein großartiges Let's Play. Ein Sammelstück können wir uns noch angucken. Da haben wir einige nicht gefunden. Das große Elch. Heutige Bisam, Mondhexe, Goldene Fürstin. Die Goldene Fürstin ist die grausame Mutter der Prinzessin. Sie schickte den wilden Jäger, um das Mädchen zurück in den Palast zu treiben. Die Mondhexe ist eine alte und mächtige Hexe. Sie lockt ihre unschuldigen Opfer tief unter das Eis und hält sie dort auf ewig gefangen. Das war das Buch nicht durchgelesen haben. Das bereue ich auch so ein bisschen. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Wir müssen es jetzt so beenden. Der räudige Bisam ist ein faules und feiges Wesen, der den Großteil seiner Zeit in der Sonne liegt und seinen Pelz pflegt. Der stattliche Elch ist ein gütiges und treues Tier. Er tadelt die Kobolde stets für ihre Tricks, aber eigentlich mag er sie gerne. Die große Froschdame ist ein quirliges Geschöpf, das immer gütig sein will, aber auch unermüdlich viel tratscht. Der Eiskönig hat sie einmal bestraft, indem er ihr sein größtes Geheimnis verriet. Wenn sie es jemals verrät, verliert sie ihre Stimme auf ewig. Die fromme Pelikandame ist die Freundin der Prinzessin. Sie hat einen magischen Schnabel voller Essen, der niemals leer wird. Die listigen Kobolde sind zwei geschickte kleine Diebe, die unter dem Haus der Prinzessin leben. Obwohl sie allerlei Schabernack anstellen, haben sie ein gutes Herz. Das haben sie, auf jeden Fall. Ach, hier haben wir nochmal die Konsequenzen. Ja, ich sage noch ein letztes Mal, danke fürs Zuschauen. Habt noch einen tollen Tag. Haut rein. Man sieht sich im nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Das war Tell Me Why. Live auf Twitch. Und später an den Parts auf YouTube mit dem Zwergenfürst. Man sieht sich. Bis dann und ciao.